Solche Welten werde ich euch halt zeigen. Ich werde euch komplett neue Welten werden wir nochmal. Die werden wir nur ein bisschen erforschen. Vielleicht mache ich da teilweise was offscreen. Teilweise hier. Wie gesagt, ich will nicht ganz so viel offscreen machen. Weil das soll schon ein Let's Play sein. Und nicht nur so ein Let's... Ich mache das mal kurz, weil ich gerade Bock drauf habe. Aber nur teilweise und nicht richtig. Also wir können ja wirklich sagen, so Bausachen machen wir erstmal offscreen. Ansonsten... zeige ich euch alles. Oh, das war knapp. Also knapp war es nicht. Ich habe mich ja schon, hab ja schon Schaden bekommen, wie ihr seht, aber ich habe es zum Glück überlebt. So. Blauer Schleim. Ach, jetzt muss ich hier noch ein Stückchen rüber. Und da drüben muss ich auch gleich nochmal lang. Durch den Dschungel. Mann, Mann, Mann. Ist ja aber auch nervig, wenn man immer gleich stirbt. Und dann immer noch seine Sachen möchte man ja auch wieder haben. So zumindest sein Geld. Man kann ja auch noch härtere Modi einstellen für jeden Charakter, dass er dann Teil seiner Sachen verliert oder alle seine Sachen verliert. Das ist natürlich das ist schon immer ganz schön heftig, finde ich. Wenn dann zum Beispiel wirklich ein gutes Schwert oder sowas dabei hast, wo du sagst, das ist eigentlich schon vom Droppen her recht selten oder so. Klar stirbst du dann in dem Moment auch seltener, aber trotzdem, alles wäre alles doof irgendwie. Siehst du, die Dschungel. Oh, ein Goblin, Goblin, Goblin. Wenn wir davon 5 Stück besiegt haben, dann müssten wir 5 solcher Stofffetzen haben. Obwohl, guck mal, wir haben gerade von einem 2 bekommen. Dann kann man die Goblin-Armee heraufbeschwören. Die kommt dann und dann kannst du die besiegen und dann kannst du diesen Goblin-Typi kriegen. So, da habe ich noch ein Geschenk bekommen. Es gibt so einen Goblin-NPC, der dann noch bei dir mit einziehen kann. Und jetzt habe ich gar nicht geguckt, wer ist denn überhaupt jetzt mit eingezogen gewesen vorhin. Luca de Andre war das, ne? Der Armsdealer. Okay. Von dem braucht man einige Sachen, zum Beispiel um die Mini, um den Mini-Hai herzustellen. Das ist eine Waffe. Eine Schusswaffe. Und so ein paar andere Sachen kann man da auch noch. Und wir freuen uns natürlich auch einfach so über jeden NPC, der kommt. Siehst du, es kann ja jetzt auch jederzeit sein, dass hier die Frostarmee auftaucht. Das wäre jetzt natürlich doof, weil die Frostarmee ist für so ein Popel, wie ich noch gerade bin, recht stark. Eigentlich könnte der doch da gar nicht hängen, bin ich der Meinung. So, jetzt machen wir hier als erstes hier oben ein Luftloch. So, das hat funktioniert. Und dann schauen wir uns das Ganze mal von unten an, was denn hier so... was hier so gibt. So, da ist erstmal eine Kiste. Siehst du, da hätte ich auch schon mal den diese Climbing Claws nochmal. Das ist eigentlich auch schon mal ganz gut. Die können wir uns mal mit reinpacken. Die Kiste nehme ich natürlich auch mit. Was haben wir hier noch so? Hier ist nichts weiter. Schade, also das ist... ich finde das überhaupt erstmal cool, hier so ein Unterwasser-Ding zu haben. Und da oben drauf ist auch noch eine Wasserkiste. Ach, die Seite da ist offen. Das war dumm von mir. Egal. So, Wasserkiste und dann würde ich sagen, beamen wir uns gleich zurück. So, alles ausräumen, Eisenhauttrank. So. Ist hier noch eine Kiste? Ich beame mich. Tschüss. So. Da haben wir uns doch ein bisschen was geräubert wieder. Noch ein paar Flossen. Leider können wir die nicht dazu stapeln. Das geht nicht so einfach. Stellen wir mal hier noch ein paar Eiskisten mit hin. So. Und dann sortieren wir das Ganze zumindest nach dem, was ich hier schon mal so sortiert habe, raus. Dann kommen hier noch die Sachen mit rein. Hier kommen die Sachen. Da ist gar nichts dabei. Habe ich noch irgendwo eine Kiste, wo ich Tränke reinpacke? Pass mal auf, dann mache ich jetzt mal hier eine Kiste mit Tränken. So, den Strahlentrank, den lasse ich mal bei mir. Dann mache ich hier eine Kiste mit Blöcken. Das sind alles so Blöcke, die ich jetzt gerade nicht brauche. So, ein bisschen Matsch noch, ein bisschen Sand. Dschungelgrassaat. Ach, das behalten wir mal alles noch. Das kommt hier in die Kiste mit rein. So, Mondglanz, das hier auch. So, eine Musketenkugel tatsächlich, wow. So, die Häschenstatue und die Hornissenstatue. Die platzieren wir wunderschön dort mitten in der Landschaft. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hinab in die Höhle. Hier unten.
Und jetzt wollen wir doch mal da ein bisschen was reißen. Ich weiß auch nicht. Kann doch nicht sein, dass wir hier bislang noch nichts wirklich bombfortunöses, tolles gefunden haben. Noch nichts, wo du jetzt wirklich sagst, boah, das macht das Let's Play schon mal einzigartig. Na du, kleiner Glibber. Glibbriger Schleim, du. So. Hier lang. Hier unten sind wir auch schon mal lang gegangen. Sogar erst vor kurzem. Für mich. Zumindest für vor kurzem. Nee, eigentlich auch nicht. Ich habe das ja... Naja, ja. Irgendwie schon vor kurzem, aber irgendwie auch nicht. So. Jetzt wollen wir hier noch ein bisschen weiter. Und jetzt habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mich hier immer mal wieder ein bisschen hausarbeiten kann. So. So. Da unten soll es jetzt mal lang gehen. So. Ich habe jetzt mal noch Escape gedrückt, das heißt mein Inventar ausgeblendet. Damit wir ganz einfach hier mehr von der Höhle sehen. Und jetzt will ich mir einfach mal so, auch wenn ich gar nicht genau weiß, welche Materialien ich jetzt für kommende Sachen noch so brauche, will ich mir jetzt mal ein bisschen hier ein paar Erze noch einverleiben. Zum Beispiel dieses Lead-Ohr. Ich weiß nicht, ob das jetzt schwächer ist als Sachen, die ich bereits habe. Ich glaube, es ist auf jeden Fall schwächer als Silber, was ich ja als Rüstung habe. Aber Rüstung ist ja nicht alles. Man will ja auch zum Beispiel mal bessere... Ach du Scheiße, ist da unten viel los. So viele Fledermäuse. Piep, piep. Komm doch. So. So, dann werde ich mich mal hier abseilen. Abseilen bis ganz unten. So, ein bisschen beleuchten, damit man da auch was sieht. So, von der Seite am besten. Und dann schlagen wir noch die Fledermaus tot. Super. So, jetzt hier unten. Was für ein Massaker, was für ein Massaker. Schnell. Oh, ich hoffe, der trifft mich nicht. Gut. Dann nehme ich mal noch meinen Strahlentrank. So, zack. So, jetzt bin ich fast wieder hochgeheilt. Jetzt hole ich mir diesen Spike Slime. Alter, der rutscht halt mal gleich so gegen. Und da unten ist noch so ein Wikinger. Oh, das sind zwei Wikinger. Ein tote Wikinger und eine grüne Gegenwart. Und bislang, ich glaube, als Weihnachtsdinger kann man nicht so coole Sachen bekommen wie zu Halloween. So, ein bisschen Kupfer nehme ich mir auch noch mit. Ganz einfach, weil wir es können. Weil wir ja alles irgendwie sammeln wollen. Ich glaube, ich werde mir hier auch mal noch so die ganzen Rüstungen und sowas aufstellen. Oder machen wir das dann einfach in der anderen Welt? Bam, 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 bam. Oh, mach mich doch hier nicht so eine Angst. Mach mir doch nicht so eine Angst hier. Der geht einfach direkt auf mich drauf. Aber volle Möhre. So. Das Eis machen wir weg. Und jetzt wollen wir hier drüben mal noch lang gucken. So, mit meinem Strahlentrank sehe ich hier tatsächlich auch mal was. Da sind noch so ein paar Saphire. Spinnennetze nehme ich mit, weil ich mir später noch so eine... wie heißt das? Nekromantenrüstung ist das, glaube ich. Machen will. Und ich glaube, so nach und nach sollten wir uns mal für das eine oder andere, sollte ich mich mal spezialisieren drauf. Vielleicht lieber Zauber oder vielleicht lieber wirklich Angriff. Dann brauche ich mehr Verteidigung oder mehr Angriff auf den Waffen. Das wäre mal noch so eine Sache, die könnten wir mal noch angehen. So, von der anderen Seite bin ich anscheinend schon mal gekommen. Da ist zumindest alles beleuchtet. Da ist noch so ein Vieh drunter. Und dann gehen wir mal hier lang nach unten. Ja, da hört sich doch gut an. Komm da. Na komm, mein Freund. Untote Wikinger. Du. Eigentlich würde ich ja keine Wikinger schlagen. Besonders weil Wikinger wahrscheinlich doppelt so groß wären wie ich. So. Weil Wikinger waren ein sehr großes Volk. Rein vom Wuchs her. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was wollten die alle von mir? Gibt's hier was umsonst oder was? Glühwein? In dieser kalten Zeit? In dieser Eishöhle? Siehst du, ich habe auch den Effekt Eisbibbern, was weiß ich. Das bedeutet, dass dem Spieler kalt ist. Was hat das für einen Effekt? Ah nee, das ist nicht der Effekt. Ich dachte. Aber den gibt's, glaube ich, auch, diesen Eiseffekt, dass dem Spieler kalt ist.
Wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht erzähle ich euch auch gerade totalen Schwachsinn. Aber wenn, dann habt ihr es mir gerade noch geglaubt. So, da drüben ist schon ein bisschen Lava. Und Obsidian. Was ist da? Da ist so ein Bergmann. Mit, also so ein Zombie mit Bergmannshelm. Raus an, es gehen Grüße raus an alle Bergmänner da draußen.